Howdy ho, meine Creepy-Fans, ich bin's, euer Raven the Creep und in diesem heutigen Video würde ich gerne ein paar Themen ansprechen, die so auf YouTube, die ich so mitbekommen habe, ablaufen. Zu einem, was schon etwas länger her war, der Beef zwischen Mimi und Leon. Die haben sich ja irgendwie getroffen auf dem Kollega-Konzert. Ja, Leon hat dann halt ein Video dazu gemacht, also zu Mimis Video. Es war halt eine witzige Produktion. Ja, er hat versucht, das Ganze jetzt lächerlich hier zu ziehen. Hut ab dafür erstmal. Aber wie er es dargestellt hat, naja, was sollte man eigentlich schon von Leon Mascher erwarten? Aber auf jeden Fall, wie er es gemacht hat, also von der Produktion und allem, ist es auf jeden Fall mehr als das, was wir von Leon eigentlich gewohnt sind. Dafür erstmal Respekt, aber was er da so angesprochen hat und dann auch noch Tatsachen wieder verdreht hat, ja, typisch Leon Mascher. Ja. Was der zweite Punkt ist, geht an Mimi und ungespielt Simon gegen Tanzverbot. Ja, da gab es auch schon Beef. Angefangen hat das damit, dass es bei ihm halt aussieht wie bei einem Messi und allem, und dann hat sich das zugespitzt und weiter und weiter. Dann wurden da Tanzverbot Videos gemacht dazu, halt wo er Mimi und ungespielt halt etwas halt schlecht geredet hat. Andersrum genauso, nur halt Unge hat es ein bisschen cleverer gemacht. Jedoch, ja, was dann zum dritten Punkt kommt, wo sich ungespielt wirklich ins Bein geschossen hat, so richtig fett ins Bein geschossen hat, ist mit seinem Video Milch ist Gift. Klar, es sollte Satire sein, es sollte auf jeden Fall so ein Mindblow sein. Klar hat er auch geschafft, aber er hat sich echt damit auch lächerlich gemacht. Deswegen, da hättest du lieber schon ein bisschen nachdenken können oder zumindest auch am Ende des Videos sagen können, Leute, das ist nur Bullshit, das ich gelabert habe. Das war Bullshit. Das hättest du wenigstens sagen können. Aber hast du ja nicht. Erst so später, ja, 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 das, dies und das. Na. Mann, diese ganzen Beefs und alles, das kann ich gar nicht verstehen. Mado Sawada hat auch so ein ähnliches Video dazu gemacht. Das hat mich inspiriert, auch so ein Video zu machen. Warum? Warum beeft ihr euch gegenseitig? Warum versucht ihr die Zuschauer zu triggern, nur damit ihr mehr Aufrufe bekommt? Warum? Warum? Klar, ich kann es verstehen, ihr wollt euren Lebensinhalt finanzieren. Klar. Aber dennoch, das geht auch auf andere Wege. Julian Bam, Iblali, die kriegen das doch alle hin. Klar, da gab es auch nur eine Geschichte mit Julian Bam und JFK Kennedy, war schon etwas, ja, war schon etwas länger her, aber da gab es auch so ein bisschen Stress. Es gab eigentlich schon mit fast jedem YouTuber Stress, selbst ich bin da nicht unbetroffen. Ich hatte auch so ein bisschen Stress mit einem YouTuber, aber halt einem privaten. Wir wollten dann so ein bisschen die Thematik dann erklären in Form von Diss-Tracks. Der Diss-Track kommt auch demnächst gegen diesen YouTuber. Wer das genau ist, sage ich jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall keiner der bekannteren Leute. Also Kurono und sowas, die sind da außen vor. Die mal habe ich gar nicht rangenommen. Weil, ja. Auf jeden Fall mit diesem YouTuber hatte ich früher, so 2015, noch mehr zu tun gehabt. Ja, das dazu in einem anderen Video. Der Diss-Track kommt auf jeden Fall die Tage. Ich mache das aber jetzt mit den Diss-Tracks so noch ein einziges Mal, danach auch nie wieder. Grund dafür ist, dass ich eigentlich Creepypasta-Sprecher bin und kein Musiker und alles. Ich bin halt YouTuber. Und meine Themengebiete, wie ihr wisst, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, sind halt Anime, also Anime-Sachen, Creepypasta, also diesen ganzen Horror-Stuff, plus noch Con-Vlogs, also Con-Views, oder vielleicht allgemein so random Shit. Wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich es. Das ist eines dieser Videos, wo ich echt was loswerden will. Warum all dieser Beef? Warum müsst ihr euch alle bekriegen, auch wenn es nur für Klicks ist? Das ist sogar noch dümmer, wenn es nur für Klicks gemacht wird.
das nimmt doch allen die, wie nennt man das nochmal, die Glaubwürdigkeit. Vor allem die meisten wissen doch schon längst, dass das alles gespielt und gefaked ist. Diese ganzen Beefs, außer vielleicht denen zwischen Mimi und Leon, da glaube ich schon, dass das ernst ist. Ich meine, wer klaut schon SD-Karten und macht sie dann kaputt und bedroht einen? Da muss Leon echt mal nachdenken. Aber er steht auf jeden Fall auf der schlechten Seite von YouTube. Und genau das ist der nächste Punkt. Warum? Nur weil ein YouTuber halt ein, zum Beispiel jetzt ApoRed, früher jetzt, mittlerweile steht er wieder im besseren Licht, aber wenn er halt ein Video hochgeladen hat, instant Dislike. Auch wenn das Video gar nicht schlecht ist, zum Beispiel Babawagen, fand ich nicht schlecht. Aber direkt instant Dislike bei den meisten. Vor allem bei denen, bei denen ich so rumgefragt habe, ja, hab's gesehen, mag ich nicht, Dislike weg. Wie viel hast du dir dann davon gegeben, habe ich dann gefragt bei dem Kollegen. Und er so, nur 10 Sekunden, aber reicht schon, ist es ApoRed. So nach dem Motto. Deswegen, ja, die Zuschauer und Community, die sind auch ein bisschen... Ich hoffe, ihr werdet nicht so. Oder ihr seid nicht so. Bitte. Nein. Also. Ja. Es ist, ich finde, es ist egal, in welchem Licht, entweder im guten oder im schlechten Licht stehen, die YouTuber. Aber wenn sie mal hin und wieder mal ein paar gute Videos hochladen, da kann man auch positive Kritiken da lassen. Oder halt voreingenommen daran geht und halt sagt, was man gut fand und was man schlecht fand. Zum Beispiel jetzt das schlechteste YouTube-Video, das ich kenne, abgesehen von meinen Videos, das ist das Video von Tanzverbot gewesen, die Ansage an, ich glaube die erste Ansage an Montana Black. Er hat sich da ein bisschen aufgeregt und alles, was ich total beschissen fand, vor allem weil er ihn die ganze beleidigt hat, sich künstlich aufgeregt hat und alles, auch wenn er meint, er ist der Realste, glaube ich nicht dran, ich glaube nicht, dass er der Realste ist. Das ist, glaube ich, kein einziger YouTuber, nicht mal ich, weil YouTubers an sich sind normalerweise Schauspieler. Sie verkörpern halt ihre YouTube-Figur. Das tue ich auch. Ich sage ja nicht, wie ich jetzt, klar, Wahrheit ist immer dabei, klar, aber ich sage jetzt auch nicht immer, ja, wo ich wohne, was dies und das. Na, kommen wir zum nächsten Thema. Es gab einen wirklich realen YouTuber, Drachenlord. Aber zu viel Realness, lieber Rainer, kommt nicht gut. Aber ich finde das gut, dass du dich halt geändert hast, habe ich schon mal in einem anderen Video erwähnt. Ich glaube, drei YouTuber, die sich extrem krass verändert haben. So hieß das, glaube ich, sogar von mir. War schon ein bisschen länger her, noch im letzten Jahr. Und Drachenlord war einer von denen. Er hat sich echt zum Positiven gebessert. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut, der birgt halt nicht mehr so viel Scheiße wie damals. Und ja, wirkt auch mittlerweile durch seine Videos, durch seine neuen Videos ein bisschen sympathischer. Finde ich an sich recht gut. Wo war ich stehen geblieben, bevor ich auf Drachenlord eingegangen bin? Genau, die Community. Denkt ein bisschen nach, bevor ihr etwas postet. Und das, warum zitiere ich jetzt Kurono und J-Ro? Naja, egal. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Das muss ich einfach so jetzt loswerden. Gruß geht an, Grüße gehen raus an Mado Savada. Danke, dass du mich inspiriert hast, so ein Video zu machen. Es ist halt ein... Dieses Video halt... ist ein bisschen realer gemacht, da sieht man halt mich ohne den wirkliche Kunstfigur, sondern wirklich mich als Person, Raven. Ab und zu kommen bei mir auch solche Videos, aber wie gesagt, nicht so übertreiben wie bei Drachenlord. Na, falls ihr irgendwann YouTube anfangen wollt, denkt dennoch vorher nach, was ihr sagen wollt. Deswegen ja, Grüße gehen raus auf jeden Fall an Mado Savada für die Inspiration für dieses Video, wie schon gesagt.
Und ich verabschiede mich jetzt. Wir sehen uns am Freitag mit einer neuen Creepypasta. Am nächsten Freitag wird der Diss-Track kommen. Keine Creepypasta, die kommt wahrscheinlich Montag dann, also an den folgenden, übernächste Woche, kommt dann, ja, Creepypasta, die eigentlich am Freitag verlegen, aber halt, ja, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich, zumindest, ja, am Montag und Dienstag kommen bei mir jetzt noch eine AMV, am Montag, oder, nee, am Mittwoch kommt bei mir noch eine AMV. Und am Montag kommt natürlich der Sonic Let's Play, Sonic Advance 2. Es kommen noch ein paar Folgen, halt noch zwei Hauptfolgen und eine Special-Folge. Dann ist das Let's Play auch vorbei. Schreibt mir ruhig unter die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Also in Let's Plays. Ich habe mir dazu überlegt, Sonic Advance 1 nochmal also zu Let's Play so. Oder vielleicht auch noch die ganze Sonic Advance Reihe. Sonic Advance 1, 2 und 3. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Creep-Like Daumen nach oben. Schaut bei meinen anderen Videos vorbei, bei denen, die hier jetzt gleich auftauchen werden. Und haut raus, bis dahin, ciao!